Ja, wir machen ja jetzt ein neues Video. Ja, moin, Freunde. Der Grill heizt gerade auf, aber ich habe, es geht gerade nicht ums Grillen. Ich möchte einfach nur ein paar Worte sagen. Ich möchte mich recht herzlich bei euch allen bedanken. Ich bin schon über 10.000 Abonnenten haben wir geknackt und nur mit eurer Hilfe. Und wenn ihr nicht zuschauen würdet, wäre das alles gar nicht möglich. Wir bemühen uns auch im Moment an der Videoqualität auch was zu ändern, dass es noch mal schöner rüberkommt, noch mal besser rüberkommt und auch für euch halt anregender ist, so also ein Video zu schauen. Ideen haben wir viele, wir werden viele umsetzen dieses Jahr und weitermachen. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, Ideen, Anregungen, schreibt mir in die Kommentare, wir versuchen es zu ermöglichen, zu verfilmen. Und auch jetzt sind wir gleich noch dabei, wieder ein neues Rezeptvideo zu drehen, auch am Gasgrill, deswegen heizt er gerade auch vor. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank und bleibt weiter dabei. Drückt aufs Abo-Button und daneben das Glöckchen, somit verpasst ihr auch keine Videos und wir geben uns Mühe, weiterhin immer dran zu bleiben, mindestens ein Video die Woche rauszubringen. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, viel Spaß beim Zuschauen der weiteren Videos. Ja, moin Freunde. Heute werden wir etwas auf dem Gasgrill zubereiten. Ich habe hier was ganz Cooles stehen, neues Zubehör. Und zwar ist das ein Urtopf. Es ist so ein Keramiktopf, leicht würde ich jetzt zu vergleichen mit dem Dutch-Ofen, aber es ist halt wirklich hier Keramik. Der ist komplett beschichtet. Wir können diesen nutzen auf jedem Grill. Und dann können wir den noch im Backofen benutzen und in der Mikrowelle zum Beispiel. Zu vergleichen würde ich sagen, sowas wie Römertopf, der hält wohl Temperaturen aus von 1100 Grad. Ich habe hier ein paar Zutaten vorbereitet, also dieses Schaschlik, das gehört nicht dazu, das wollen wir gleich so nebenbei so ein bisschen essen. Ich habe hier ein bisschen Braten gehabt vom Duroc, das habe ich schon so in kleine Stücke geschnitten. Das werden wir als einzige Zutat vorher auf dem Grill, auf der gusseisernen Platte anbraten. Die wärmt sich gerade auf. Dann haben wir Schalotten. Dann haben wir hier so einen bunten Gemüsemix. Gelb-rote Paprika und Karotte. Kartoffeln klein geschnitten. Würzen werden wir ganz normal mit Salz und der französischen Gewürzmischung. Kräuter der Provence. Dann brauchen wir ein bisschen Brühe und Öl. Und zum Schluss kommt noch ein bisschen Käse. Da hole ich euch noch dazu. Den muss ich noch reiben. Wir werden jetzt als erstes rüberschwenken zum Grill. Der ist jetzt schon bei über 200 Grad. Ich habe nur 4 Brenner an. Ihr seht, ich habe dazu gibt es die passende Platte, die habe ich mir jetzt bestellt. Kosten 36 Euro. Und da möchte ich demnächst auch, ihr seht, da ist ordentlich Hitze drauf. Der steht ein bisschen schräg. Jetzt läuft es gleich weg. So, schnell das Fleisch drauf, bevor es Flammen gibt. Das Fleisch möchte ich halt wirklich nur so ein bisschen, dass es so Röstaromen bekommt. Und das wird jetzt hier auf der Platte angebraten. Und dann holen wir es runter. So, die Brenner habe ich jetzt hier runtergedreht. Wir könnten das auch in dem Topf machen. Aber ich mache das hier separat auf der Platte. Nur mal ganz schnell anbraten, ein paar Röstaromen drauf und dann kommt das ganz unten in den Topf. Fleisch könnt ihr halt, wie gesagt, Schweinefleisch nehmen. Und wer kein Urtopf hat oder keinen Römertopf hat, ihr könnt auch einen Dutch-Ofen nehmen. Ich möchte das halt hier mit meinem Urtopf machen und euch zeigen. Und zwar ist das eigentlich so ein russisches Gericht oder französisches, weiß ich gar nicht. Es gibt, die haben wir auch, damit wollte ich auch mal ein Rezept machen. Das sind sogenannte Keramiktöpfchen mit Deckel, russische Töpfchen heißen die.
Und da wird halt so ein Gericht gemacht, das schimpft sich Fleisch auf Französisch. Warum auch immer. Schmecken tut das richtig lecker. Das gart dann alles in diesem Töpfchen im Backofen oder halt auf dem Grill mit einem geschlossenen Deckel. Und der Clou bei der Geschichte ist, dass wir gleich die ganze Sache indirekt stellen und dass in diesem Keramiktopf, der erhitzt sich so dermaßen, das Essen bleibt auch so dermaßen lange heiß. Das ist einfach mal was ganz, ganz anderes. Ja, wie gesagt, ihr könnt hier Schweinenacken nehmen. Ich habe hier so ein Stück Braten noch vom Duroc gehabt. Ist jetzt halt was ganz Besonderes, weil das Aroma halt vom Duroc auch so ein bisschen, wird es jetzt vorab ein bisschen salzen. Das schmeckt halt so ein bisschen nussig, das Fleisch vom Duroc, und deswegen sage ich jetzt mal dazu, dass es was ganz Besonderes ist. Aber wir können, hätte ich jetzt kein Duroc, hätte ich normal Schweinenacken genommen, weil da ist ein bisschen Fett noch mit dran. Und das Ganze gibt so ein bisschen Geschmack. Wir können die ganze Geschichte gleich auch schon runternehmen. Wir müssen nur hier so ein bisschen Farbe dran bekommen. Und fertig ziehen wird es dann im Urtopf. Ja, wieso ich noch mal kurz zu der gusseisernen Platte, wieso ich mir die geholt habe, weil ich da auch mal Burger machen will. Und wenn der Käse so runterläuft, läuft das alles da runter. Und ich finde die ganze Geschichte mit der Gussplatte eigentlich ganz schön. Und auch andere Rezeptideen. Jetzt packen wir uns schon mal den Urtopf hier an die Seite, weil das Fleisch kommt gleich da rein. Es macht schon Spaß, also es macht wirklich Spaß, so am Grill was zuzubereiten und so. Leicht, also manche Stücke haben schön Röstaromen abbekommen, aber das Fleisch muss eigentlich nur so ein bisschen angebraten, also vorgegart werden. Wir können die auch schon ausmachen. Waren jetzt ungefähr 500 Gramm Fleisch. Ich habe es nicht gewogen. Ja, die Platte muss ich noch mal ordentlich einbrennen, aber es hat schon ganz gut geklappt. So, wir werden uns gleich einen indirekten Bereich schon mal vorbereiten. Das heißt, ich mache den Brenner hier an, den machen wir aus und dann machen wir den Brenner an, den nicht, das Seitenkochfeld und den Brenner. Und hier platzieren wir dann gleich den Topf. Die ganze restliche Geschichte ist super einfach. Das Komplizierteste an diesem Gericht ist eigentlich nur die ganzen Sachen zu schnibbeln. Und der ganze Rest eigentlich ganz schnell gemacht. So. Die Geschichte ist fertig, die kommt mit auf den Tisch. So, schwenk mal wieder rüber, um das hier alles zu zeigen. So, wir haben jetzt hier unsere Grundlage. Das Fleisch. Jetzt haben wir hier ein paar Kartoffeln und dieses Gemüse und die Schalotten. Das Ganze werden wir jetzt verheiraten. Also nochmal zu den Zutaten. Das waren zwei kleine Paprikas. Es waren zwei Karotten, mittelgroß, alles gewürfelt. Ich merke gerade, dass ich hier gerade ein Platzproblem habe, aber es ist nicht schlimm. Die Kartoffeln kommen schon mal hier rein. Diese ganze Geschichte müssen wir gleich würzen. Und das werden wir mit Salz machen und mit den Kräutern. Und da das, ich mache mal kurz einen Schwenker aus dem Bild. Da wir, da das Gericht eigentlich heißt Fleisch auf Französisch oder französisches Fleisch, wie auch immer, nehmen wir auch französische Kräuter. So, jetzt werde ich jetzt nochmal umlagern hier. Ein bisschen schon mal von den Kräutern reingeben.
Also die ganze Geschichte, seht ihr, ist komplett verrührt und das geben wir jetzt hier rein. Das kommt da rein. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir dann hinterher mit dem Kochgeschirr reingehen und uns da halt immer Fleisch, Kartoffeln, also die komplette Mischung rausholen. So, als nächstes Handschuh raus. So, oben geben wir noch mal ein bisschen hier eine Prise. Das kann echt nicht schaden, die schmecken so lecker. Die Dose ist auch schon fast leer. Was man auch noch machen könnte, man könnte noch ein bisschen ein paar Champignons reingeben. Da wir bei uns aber in der Familie Leute oder Familienmitglieder haben, die keine Pilze mögen, kommen keine Pilze rein. Ich habe hier jetzt Gemüsebrühe. Man hätte auch jetzt Rinderbrühe, aber ich dachte, zu Schwein und Gemüse passt Gemüsebrühe. Die wird jetzt hier reingegossen. Die Temperatur soll drinnen bleiben. Ich habe jetzt hier, das sind glaube ich 800 Milliliter. Ich muss gleich mal schauen, ob das reicht. Ansonsten muss ich noch einen Schluck Wasser dazu geben. Ich glaube, das wird auch so sein. Ich glaube, 3 Gläser hätten jetzt hier gepasst. Und dann geben wir noch einen Schluck Schlagsahne mit rein. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Vergessen, die ganze Geschichte zu salzen. Machen wir von oben. Das wird sich gleich verteilen, wenn das anfängt zu kochen. Wir werden jetzt die ganze Geschichte auf den Grill stellen. Und nach 25 Minuten werde ich den Topf nochmal aufmachen. Und da kommt nochmal geriebener Käse oben drauf. So, im direkten Bereich. Draufgestellt, Deckel zu. Und nach 25 Minuten sehen wir uns nochmal wieder. Freunde, das Ganze ist jetzt mittlerweile eine halbe Stunde drauf. Wir haben ein kleines Problem. Ich hoffe, wir werden fertig. Wir haben festgestellt, dass die Gasflasche so ziemlich leer ist. Aber wir haben immer noch 170 Grad. Ich mache das Ganze auf. Wir brauchen auch nicht mehr lange. Ich denke mal 10 Minuten. Der Topf ist schon so heiß. Ich, selbst durch meine Handschuhe, vorhin habe ich einmal kurz aufgemacht, kann ich es nicht lange halten. Aber es kocht schon alles da drin. So muss das sein. Jetzt kommt nur noch als Finish geriebener Gouda drauf. Und das Ganze muss dann nur noch ein bisschen köcheln. Und da wir die ganzen Zutaten ziemlich klein gewürfelt haben, wird es auch nicht lange mehr brauchen. Keramik ist so aufgeheizt. So. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht die Finger verbrenne. Drauf und dann lassen wir das Ganze jetzt nochmal 10 Minuten ziehen. Und Deckel schnell zu, wir haben nicht mehr viel Gas. Und dann sehen wir uns gleich nochmal am Tisch, wenn die ganze Geschichte fertig ist. So sieht das Ganze aus. Es blubbert jetzt noch hier drauf, weil es noch sehr heiß ist. Und dann, wenn wir es dann vom Grill jetzt genommen haben, dann holen wir uns mit einem Schöpflöffel von unten holen wir uns das Ganze raus und so sieht das dann aus. Also Fleisch, Käse, Karotte, Paprika, Kartoffel, alles drauf und eine schöne Brühe auch zum Tunken. Der Topf ist so heiß, ich werde jetzt mal mir die Schnute verbrennen, aber ich werde es für euch probieren. Klasse. Also mit den Kräutern, ich werde jetzt hier runterholen und lass das kurz stehen. Also den Deckel kann ich nicht mehr halten, auch durch diese Handschuhe. Ich werde die ganze Geschichte jetzt runterholen und wir lassen uns schmecken. Ein Stück Baguette dabei, wunderbar. Ich werde das nochmal in diesen kleinen Töpfchen machen, da werde ich nochmal mit Pilzen. Ach, Regen auch noch heute dabei, Gasflasche fast leer. Und wir machen das auf dem Kugelgrill mit diesen kleinen russischen Keramiktöpfchen. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es doch einfach nach. Ihr könnt es im Dutch Ofen machen. Schmeckt auf jeden Fall super lecker. Mit den Kräutern da drin. Mehr Gewürze brauchen wir nicht. Man könnte jetzt noch frisch Petersilie oder Dill drüber streuen. Auch super lecker. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und falls ihr noch nicht Abonnenten seid,
dann drückt doch auf den Abo-Button und das Glöckchen. Somit verpasst ihr kein nächstes Video und kein weiteres Video. In diesem Sinne, bis dahin, bis zum nächsten Video. Danke.